Hallo zusammen, ich bin Lea Lehmann und arbeite an der UBE Basel. In diesem Video werde ich euch in wenigen Minuten zeigen, wie ihr das Literaturverwaltungsprogramm Zotero verwendet. Im Folgenden geht es darum, wie man in einer wissenschaftlichen Arbeit einfach und automatisiert zitieren kann, also die Herkunft von Zitaten und Paraphrasen angeben kann. Oft fügen Studierende und WissenschaftlerInnen den Verweis von Hand hinzu, und das macht das Ganze komplizierter als eigentlich nötig. Außerdem kann man im Programm Ordner und Unterordner anlegen und so seine Literatur an einem Ort sammeln und strukturieren. Zotero ist im Gegensatz zu anderen Programmen gratis und es eignet sich sehr, wenn man zum ersten Mal ein Literaturverwaltungsprogramm verwendet, weil es einfach zu bedienen ist und alle wichtigen Funktionen hat. Wenn man einen Account kreiert, direkt in Zotero, kann man sich auch an verschiedenen Computern und Tablets gleichzeitig einloggen. Die Punkte, welche im Folgenden besprochen werden, sind erstens das Downloaden des Programms, zweitens, wie ist Zotero aufgebaut, drittens, wie füge ich Quellen zu Zotero hinzu? Und viertens, wie schreibe ich eine Arbeit in Word mit Hilfe von Zotero? Der erste Schritt ist das Downloaden des Programms auf zotero.org. Hier kann man nachher auch gleich den Zotero Connector herunterladen. Denn dieser ermöglicht es, dass Zotero auf einer Website die nötigen bibliografischen Angaben direkt holen kann. Hier gibt es auch die verschiedenen Optionen für die verschiedenen Betriebssysteme. Nach der Installation sieht das Programm etwa so aus, mit dem Unterschied, dass bei Ihnen noch keine Literatur sichtbar ist. In der linken Spalte sehen Sie die Ordner. Die kann man hier anlegen unter Neue Sammlung. Und die mittlere Spalte zeigt den Inhalt der einzelnen Ordner an. So. Oder wenn man hier auf meine Bibliothek geht, sieht man die gesamte gesammelte Literatur. Ich kann jetzt auf einen Eintrag klicken und dann sieht man hier in der rechten Spalte die bibliografischen Angaben. Hier gibt es ziemlich viele Felder, die man ausfüllen könnte, aber die muss man nicht ausfüllen. Ich gehe nachher noch darauf ein, was man ausfüllen soll. Am Schluss wird er dann damit zitiert in einem Fließtext und in einem Zitat. Für ein Zitat werden sowieso nicht all diese Informationen angegeben. Wichtig ist natürlich der Autor und dann auch das Datum sicherlich. Die Einstellungen in Zotero sind hier unter Bearbeiten aufrufbar. Hier kann man den Zitierstil ändern und nennenswert ist hier das Sync. Hier kann ich mich trennen von meinem Benutzerkonto. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie hier eins erstellen. Genau, sich einloggen. Und hier unter Ansicht kann man die Schriftgröße einstellen von Zotero. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, Literatur hinzuzufügen. Eine Möglichkeit ist über den Plus-Button hier. Man gibt dann die Information von Hand ein und ich wähle zuerst den Typus meiner Quelle aus. Buch. Wenn ich eine Website als Quelle habe, kann ich das komischerweise nur hier einstellen und nicht beim Plus-Button. Also hier könnte ich auf Website gehen. Je nachdem, welchen Typus man auswählt, können die Art der Angaben, die gemacht werden sollen, etwas anders sein. Und dann gibt es die Möglichkeit des Zauberstabs. Damit geht es noch schneller. Man kann hier zum Beispiel die ISBN eingeben. Mit Enter hat es das Buch geholt.
Eine andere und eine sehr gute Möglichkeit, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist es, die Literatur im Internet zu suchen und direkt vom Internet in Zotero einzufügen. Dafür kann man zum Beispiel auf eine Datenbank gehen wie PubMed, das wäre dann für medizinische Literatur, oder ich gehe in unseren Bibliothekskatalog Swisscovery für alle Literatur. Ich suche ein Buch, nämlich das Buch, aus dem ich dann zitiere. Dann finde ich es hier, das wollte ich. Und um es in meine Bibliothek zu integrieren, kann ich einfach hier rechts oben auf das Symbol gehen, Save to Zotero. Hier kann ich noch die Bibliothek auswählen, in die es kommen soll. Es kommt in meine Sammlung Surrealismus. So, jetzt hat es das hier geerdet. So kann ich natürlich auch löschen. Ich habe jetzt hier gerade zwei gleiche. Also, für das Titieren wichtig, bei einem Buch sind die Felder Autor, Ort, Verlag und Auflage. Ja. Die erste Auflage eines Buches wird nie angegeben. Kann man sie einfach freilassen. Wenn ich jetzt ein Buch teilhabe, hier kommen die Herausgeber dazu und eben den Autor auch. Hier kann ich auch mehr Felder erstellen. Hier kann ich auch da drauf drücken, damit ich ein ganzes Feld habe, das nicht im Format Nachname, Vorname ist. Das eignet sich zum Beispiel gut für Institutionen. Wenn zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit diesen Text rausgegeben hat, da gibt es ja kein Vor- und Nachnamen. Kann ich hier einfach reinschreiben, Bundesamt für Gesundheit. Dann werden die Seiten angegeben, von wo bis wo der Aufsatz geht. Und dann bei einem Zeitschriftenartikel kommt noch der Band hinzu. Anderes Wort für Band ist Jahrgang oder auf Englisch Volume. Wie viele Jahre existiert die Zeitschrift bereits? Und die Ausgabe wird auch angegeben. Anderes Wort dafür ist das Heft oder auf Englisch Issue. Pro Jahr gibt es meist mehrere Ausgaben. Und all diese Angaben kann man der Zeitschrift auf dem Titelblatt oder der ersten Seite entnehmen. Website braucht noch weniger Angaben. URL ist hier wichtig, das Datum, wann die Website aufgerufen wurde. Genau, aber das edit sie ja automatisch. Nun, wenn ich nun alle Literatur, die ich für meine Arbeit benötige, in Zotero erfasst habe, kann ich jetzt mit dem Schreiben meiner Arbeit beginnen. Ich habe jetzt hier einen Probetext. Ich bin dann jetzt quasi direkt am Schreiben. Nach diesem Satz brauche ich ein Zitat. Ich habe hier mit eigenen Worten etwas wiedergegeben, das in der Quelle steht, die ich jetzt gleich adden werde. Das ist also eine Paraphrase. Ich gehe hier auf Add Edit Citation, dann gehe ich auf das Z, klassische Ansicht, und suche mir hier das Buch raus, aus dem ich zitiert habe. Hier kann ich die Seite angeben, aus der ich zitiert habe. Hier könnte ich ein Präfix angeben, Suffix. Gebräuchliches Präfix ist Vergleiche, das brauche ich jetzt aber nicht. Und mit OK ist das Zitat erstellt. Auch hier, das ist jetzt eine Fußnote, also eine Anmerkung. Die habe ich jetzt so geschrieben. Auch hier kann ich ganz normal zitieren. Das ist jetzt von hier, Seite 56 und auch 57 erstellt. Hier sagt Herr Binotto, die Filme befinden sich in einem Dazwischen. Auch hier muss ich zitieren, das ist jetzt ein direktes Zitat. Ups.
von vorhin noch etwas. Genau, also ich gehe ihn holen. So. Hier setze ich den Haken bei Autor auslassen, weil im Fließtext bereits steht, wer das gesagt hat. Und deshalb muss man hier den Autor nicht nochmals angeben beim Zitieren. Gut. Bezüglich dem Stil, also Zitationsstil, kann ich bei Document Preferences meine Auswahl treffen. Ich habe jetzt mich für ASA entschieden. Die ist ziemlich gebräuchlich. Was auch oft verwendet wird, ist Chicago Manual of Style Author Date. Oder wenn ich all meine Zitate in den Fußnoten haben möchte, wähle ich Note aus. Wenn ich jetzt alles fertig geschrieben habe oder auch dazwischen mal, das ist egal, erstelle ich meine Bibliografie. Dafür gibt es diesen Button Add Edit Bibliography. Das adde ich und dann habe ich hier meine Bibliografie. Je nachdem, welchen Zitierstil ich gewählt habe, sieht die auch ein bisschen anders aus. Ich kann auch immer, wenn ich jetzt hier, sagen wir, nochmal ein Zitat adde, ganz schnell irgendeines, dann kann ich immer mit dem Refresh-Button das dann auch gleich hier sehen in der Bibliografie. Hanuschek. Oder eben, wenn ich jetzt einen anderen Stil möchte, mal schauen, wie das mit dem aussieht, kann ich es einfach so anwählen und dann sieht alles anders aus. Der Unterschied zwischen diesen beiden Stilen ist jetzt, dass vor der Seitenzahl ein Komma steht und vorhin stand ein Doppelpunkt. Man kann auch unter Stile verwalten noch mehr Stile holen aus dem Internet, das wäre hier, oder auch sich generell auf irgendeine Website einen Stil runterladen, das geht nämlich auch, das ist dann in einem besonderen Format und das kann man dann über das Pluszeichen, kann man dann diesen Stil einspeisen in sein eigenes Zotero. Aber meistens kommt man mit den Stilen, die es hier hat, sowieso klar. Was vielleicht noch anzumerken ist, ist, dass man auf Zotero nicht aktiv speichern muss. Ich kann hier einfach irgendwas verändern und das wird einfach automatisch genommen, weil es aktualisiert hier oder synchronisiert hier automatisch immer wieder. So schreibt man also eine Arbeit mit Hilfe von Zotero. Zotero hat noch ein paar Funktionen mehr. Man kann zum Beispiel Notizen hinzufügen oder seine Quellen mit Tags ordnen. In diesem Video habe ich die Grundfunktion erklärt, damit dem Schreiben der nächsten Arbeit mit Hilfe von Zotero nichts mehr im Wege steht. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten und noch vertieft sich mit Zotero auseinandersetzen möchten, können Sie gerne eine unserer Schulungen besuchen, die wir regelmäßig anbieten.